Hallo zusammen, wir sind heute dabei, eine neue Folge zu machen. Heute sind wir bei Florian von Python Virus, der nebenbei Tiere präpariert. Findet ihr unter Reptiles Second Life. Genau. Wir wollen euch dort mal einen kleinen Einblick geben von dem, was er schon gemacht hat, was man machen kann, ja, was ihr selber machen könntet eventuell. Du hast hier schon mal drei Gläser vorbereitet. Genau, wir haben hier einmal eine Königskobra. Die habe ich von einem Freund aus Tschechien bekommen. Die habe ich im Glas präpariert, weil es einfach angenehmer ist bei der Größe. Mit der Haut kann man nicht viel machen. Bei Giftschlangen sieht es im Glas meist imposanter aus. In der Front haben wir eine Gabun-Viper. Die habe ich auch von einem Kollegen bekommen, aber der kommt aus Deutschland. Dem Tier habe ich im Prinzip angefangen mit Giftschlangen. Hm. Die haben einen Kreid, Bungarus fasciatus. Ein relativ großes Tier, eine Seeschlange, bekommt man nicht so häufig zu Gesicht. Und ich finde den Erhalt von den Tieren einfach schöner, wie dass man sie wegschmeißt. Und so hat man halt ein relativ langes Andenken an die Tiere. Ja, hier haben wir mal was anderes jetzt. Hier haben wir jetzt mal einen Varan. Und da gehst du genau gleich vor. Also, dass du wirklich aufmachst, Drähte reinsetzen, präparieren. Genau. Und dann den Alkohol setzen. Okay. Wie lange dauert das dann? Es kommt immer auf die Größe an. Ich sag mal immer so zwischen 2 und 4 Stunden. Wenn es was Besonderes ist, brauche ich auch mal 6 Stunden. Das Chamäleon war dein erstes Reptil, hast du gesagt, ne? Genau, das war mein erstes Reptil. Und mit der Kleinen hat alles angefangen, sagst du, was das Präparieren angeht? Genau, das war meine erste eigene Nachzucht, die leider beim Schlupf gestorben ist. Ja. Und ich fand das einfach zu schade, das Tier dann wegzuwerfen. Ja. Du bekommst die Tiere ja alle schon tot, eingefroren dann? Genau, in der Regel ja. Ja, okay. Wie kommst du an die Tiere? Schreibst du dann irgendwie Leute über Facebook an? Ich schätze mal, mittlerweile wird es so weit sein, dass die Leute wissen, dass du es machst. Das hoffe ich, das hoffe ich. es sind noch nicht so viele, die es wissen, leider. Ja. Ich mache oft zur Hammesse einen Aufruf, stelle dann ein Bildchen online und sage, ich suche wieder tote Tiere. Machst du das rein für dich? Oder können auch Leute kommen und sagen, du pass auf, mir ist ein Tier verstorben, ich würde das ganz gerne so präparieren, dass du es für die Leute fertig machst? Im Prinzip mache ich vieles eigentlich nur für mich. Okay. So gewisse Sachen, klar, man kann drüber reden, für jemanden ein Glas fertig zu machen. Sehr cool. Wie kriegst du es hin, dass sie so in den Gläsern stehen? Ich sag mal, du kannst sie ja nicht einlegen, dass sie hart werden. Die sind im Prinzip setzt irgendwann durch den Alkohol wieder eine gewisse Starre ein. Ah, okay. Ich bringe die halt einmal vorher in Form. Also man macht die einmal vernünftig sauber, dann werden die relativ weich. Dann führe ich meistens einen Draht ein. Und somit richte ich die dann auf, bringe die ein bisschen in Position. Okay, cool. Dann dauert das ungefähr 7 Tage, bis die hart sind und dann kann man die Drähte entfernen. Ich fixiere die meistens nochmal mit einem Draht im Glas, dass die Drähte oben rausgucken, dass die halt in der Position hängen bleiben. Und 7 Tage später kann ich die rausmachen. Die Flüssigkeit ist reiner Alkohol oder was ist in den Gläsern? Das ist ein Gemisch aus Bioethanol und Glycerin. Viele sagen, nimm den Alkohol aus der Apotheke. Ich finde den viel zu teuer. Ja, wir werden gleich auch mal ein Tier präparieren dürfen, gemeinsam mit Florian. Bin ich sehr gespannt drauf. Wir gehen gleich mal unten gucken, was er so in seinem Froster hat. Zeigen euch das dann, wie da die Abläufe sind, worauf ihr achten müsst. Und glaube, wird ganz spannend, ist ein cooles Thema. Dann gehen wir mal runter und dann schauen wir mal, was wir so fertig machen können. Machen wir. So, ja, wir haben mal ein paar Exemplare mitgebracht. Ein paar coole Sachen. Vielleicht kannst du mal dazu sagen, was wir da haben, was wir vorhaben, was wir machen werden. Wir haben jetzt mal von unten mit hochgenommenen Baumpython. Das ist ein adultes Männchen. Den wollten wir heute häuten. Da wollten wir Leder draus machen. Der Aufwand dabei ist ein bisschen größer wie beim Einlegen. Verständlicherweise. Als zweites Ding hätten wir jetzt zum Beispiel eine kleine Boa Constrictor. Da wollte ich ein kleines Gläschen fertig machen, weil ich habe nur eine große Boa im Glas, eine kleine Boa fehlt mir noch. Und dann haben wir vorne vor Kopf noch einen Amethystpython. Die wollte ich eventuell ins Glas packen. Ich muss aber auch noch den Kopf abformen, was sehr, sehr wichtig ist, da wir diesen Kopf noch nicht haben bei uns in der Sammlung. Des Weiteren haben wir hier noch einen Königspython, einen Sugar Pastel. Den wollte ich häuten, weil die Haut mir super gut gefällt. Er ist jetzt ein bisschen beschlagen, ne? Dadurch, dass er gerade auftaut. Es ist gerade ein wenig beschlagen, aber echt von der Farbe her ist es schon echt was Spektakuläres. Und dann haben wir hier hinten noch einen Blauzungskink. Den wollten wir auch ins Glas präparieren, wenn es passt. Also das müssen wir nochmal gucken, ob das wirklich passt. So, jetzt lassen wir unsere Exemplare mal auftauen. Ich sag mal, es dauert ja nicht lange. Wir haben jetzt gerade schon geguckt. Die kleine Boa, wie man sieht, die ist ja schon fast fertig. Ja, die ist schon. Was sind dann die nächsten Steps, die wir jetzt machen? Also wir müssen die Tiere natürlich sowohl von außen als auch von innen erst vernünftig reinigen, damit im Glas nichts anfängt zu gammeln. Das ist jetzt ganz interessant natürlich für die kleine Boa und für den Skink. Also ich habe großartig Echsen, habe ich noch nicht gemacht leider. Aber ich werde mal schauen,
was wir an Dreck vom Skink oder aus dem Skink rauskriegen. Mhm. Ist natürlich eine kleine Prozedur, das drinnen sauber zu machen, mit Wasser reinlaufen lassen und ausmassieren. Bei der Boa habe ich jetzt zum Beispiel schon festgestellt, dass hinten was drin ist. Definitiv ist hier noch irgendwie ein kleiner Klumpen Kot, den wir dann einmal entfernen müssen. Den kriegen wir aber rausmassiert, so wie wenn eine Schlange einen Darmverschluss hat, dass man das Ganze einfach einmal nach hinten massiert. Bei denen ist es halt ganz wichtig. Bei der Haut wäre es jetzt nicht so dramatisch, da ich die Innereien eh rausnehmen muss. Ja, in der Zwischenzeit jetzt, wo unsere Tiere auftauen, für die weitere Präparation, aber was ganz Besonderes für euch. Der andere hat es vielleicht bei Facebook schon gesehen, dein Flüsselhechtbecken. Mega interessant, wunderschön. Die habe ich selber auch noch nie gesehen vorher. Vielleicht kannst du dem Becken mal ein, zwei Sätze sagen. Ja, ich habe hier jetzt mittlerweile mein 450-Liter-Becken im Afrika-Stil mit Flösselhechten und Buschfischen. Zusätzlich sind noch zwei Wabenschilderwälse dabei. Die Buschfische sind der große da vorne, ne? Genau, das ist einer von den Buschfischen. Ja. Die Flösselhechte selbst, ich habe da einen absoluten Faible zu. Das sind einfach Fische, die mich schon immer fasziniert haben. Auch als kleiner Junge in den Aquaristikläden waren das die ersten Fische, die ich mir angeguckt habe. Die sehen halt immer relativ unspektakulär aus, weil in den Läden sieht man meistens nur die Senegalus. Das sind einfach braune Tiere. Das sind so die üblichen, die man in der Regel findet. Mittlerweile gibt es 16 nachgewiesene Arten, wobei eine davon eine Verbreitungsgebiet-Variante ist. Ich selbst habe jetzt in diesem Becken 8 dieser Arten. Was ist das da vorne für eine, die ganze Zeit bei dir? Zum Beispiel ist das ein Ornatipinis, der Schmuckflüsselhecht, einer von den schönsten, ja, der relativ viel Gelbanteil drin hat. Das ist leider eins der Weibchen, die ein bisschen dunkler geworden ist. Die Männchen sind noch ein bisschen greller. Ja, zu den Arten selbst ist es halt von dem Größenunterschied ist es sehr, sehr interessant. Man kennt halt diese Senegalus, die gibt es in der Regel immer im Laden. Mhm. Die werden so um die 20 cm. Ich habe damals durch einen Kollegen die Schmuckflösselhechte bekommen. Der hat mich da sehr, sehr gut beraten. Hat mir leider nur nicht gesagt, dass die relativ groß werden. Die schaffen eine Endgröße von ungefähr 60 bis 70 cm. Das, ja, sind schon echt Brocken. Dementsprechend kommt halt irgendwann noch ein etwas größeres Becken. Hast du eine Vorstellung, wie groß? Doppelte Größe ungefähr? Oder wie groß sind? Es wird noch einiges größer. Also ich werde eine Grundfläche von 3 Meter mal 1 Meter nehmen mit einer 60er Höhe. Oh. Es werden so ungefähr, okay, 1800 Liter. Okay. Das wird schon ein schönes Becken. Das wird schon fett. Ja, ja. Das wird schon fett. Cool. Mit was fütterst du die Jungs? Sind ja Raubfische, ne? Genau, also das Wichtigste ist bei der Fütterung, dass das Futter halt einen relativ hohen Fleisch- oder Fischanteil hat. Okay. Pflanzliche Anteile können die Tiere nicht so gut verdauen, vertragen sie auch nicht so gut. Ja, da gibt es so einige Varianten. Viele füttern mit Stinte, die Stinte verseuchen das Wasser aber relativ schnell. Was ich sehr gerne nehme, sind Störpellets, geschweige denn carnivores Futter von Ja, du hast ja da auch ein bisschen was stehen. Ne? Genau. Ja, zum Beispiel habe ich jetzt hier von JBL einfach Störpellets in 3 mm Körnung. Ist im Prinzip eigentlich nur so ein Granulat, was relativ fischig riecht. Ja. In 3 mm Körnung. Es ist ja ein ganz gutes Futter. Da gehen sie eigentlich alle sehr, sehr gut dran. Wichtig ist, dass es zu Boden sinkt, ne? Sag, genau, es muss ein Sinkfutter sein. Es muss definitiv auf dem Boden landen. Ja. Ansonsten gibt es da halt das Carnivore-Futter, so wie für Rochen oder für Raubwälse. Mhm. Was machst du jetzt? Im Prinzip mache ich die einmal sauber, ertaste, was drin ist und massiere einfach alles einfach mal von der Mitte nach hinten. Okay. Man merkt natürlich die Organe auch. Ja. Da müsste jetzt gleich das Pupserchen kommen, da ist es. Bei der Kleinen geht das noch, bei den Größeren ist das ein bisschen schlimmer. Wie machst du es bei den Echsen? Gleiches Verfahren? Einfach rausmassieren? Ja. Ja. Also nach oben hin mache ich das andersrum. Mäulchen auf. Wasser rein. Okay. Und im Prinzip hat man das Wasser dann drin und kann das dann nach oben hin rausmassieren. Okay. Und da kommt schon, oder? Okay, ja. So. Aber es riecht nicht, ne? Also ich hätte gedacht, gerade jetzt bei den toten Tieren, dass du was riechst, weil das ist komplett geruchsneutral. Ja, also es ist oftmals so, wenn die lange liegen, fangen die an zu stinken. Okay. Also wenn er jetzt so dran riecht, es riecht neutral, es riecht nach nichts. Ja. Das ist sehr, sehr gut. Wenn du jetzt ein Tier hast, was wirklich schon 3 Tage im Terrarium lag und dann eingefroren wurde, die taut man nicht mehr auf.
Ja, okay. Das ist dann schon, die müssen wirklich am besten frisch tot sein, maximal 2-3 Stunden gelegen haben. Also man muss das echt schon mitkriegen. Bei den Giftschlangen ist es natürlich dann noch ein anderes heikles Thema, weil die Giftdrüsen ja immer noch gefüllt sind. Mhm. Da musst du schon aufpassen, dass du dich da jetzt nicht mit dem Giftzahn noch stichst. Ja, klar. Und oftmals gucke ich auch, dass ich das Gift vorher noch rausmassiert kriege. Ich würde jetzt sagen, wir machen erstmal den Skink. Das ist, glaube ich, die größte Variante. Das ist, der hat auch Luft drin. Da muss ich auf jeden Fall gleich auch noch den Kopf abformen. Und dann hat er auch noch eine Haut. Die muss natürlich auch runter. Es ist immer blöd, wenn die in der Häutung sterben, weil die Haut geht oftmals nicht so schön runter, wie sie eigentlich sollte. Die Haut wirst du ansonsten nachher im Glas dann sehen? Das kann sein, dass sich der Alkohol unter die Haut setzt und dadurch dann einfach Blasen wirft. Das sieht dann unschön aus. Okay. Geschweige denn, die Haut selbst kann anfangen zu gammeln. Also wenn noch Luft drin ist, ist das immer ganz schlimm. Mhm. In gewissen Körperpartien, wenn ich jetzt eine Klapperschlange halt mit einer Wölbung aufstelle, muss ich gucken, dass dieser Überbogen gefüllt ist mit Alkohol. Das erste, was du jetzt machst? Ist jetzt einmal von Arten, die wir halt noch nicht im Bestand haben, die forme ich einmal ab, um einfach irgendwann mal Scheibengriffe davon zu machen. Okay, also wie so eine Negativform einfach, die du nachher auffüllst, ja. Wie lange trocknet das dann nachher aus? Das dauert ungefähr 10-15 Minuten. Ach so, länger gar nicht. Okay. Bei der Temperatur jetzt. Ja. Das ist relativ, oder das ist so ein Spezialsilikon im Prinzip. Also Silikon ist jetzt ausgehärtet soweit. Das ist ausgehärtet. Das waren jetzt etwa 10 Minuten. Sehr ungefähr, das passt schon. Dann kriegt man die da einfach. Das kriegst du wirklich super raus. Zack, super. Da waren noch ein paar Schuppen dran. Mhm. Die lösen sich halt manchmal mit. Ja, ja, aber so haben wir im Prinzip negativ. Du erkennst echt die einzelnen Schuppen, ne? Das ist ja Wahnsinn. Jedes Detail. Cool. Ja. Vielleicht kannst du einmal die fertigen zeigen schon. Das sind jetzt zum Beispiel unsere Scheibengriffe für Königspythons. Die sind noch nicht auf dem Markt. Da werden wir mal gucken, dass wir die noch vernünftig hinkriegen. Wir kriegen die in klar, aber und halt bemalt in 4 verschiedenen Varianten haben wir die, glaube ich. Auf Wunsch können wir die natürlich auch dementsprechend anpassen. Ja, klar. Ja, also so, wie man sie haben will. Falls jemand wer Fragen hat, einfach über Facebook am besten mal anschreiben, ne? Genau. Ja. Also das geht sowohl über den Python-Virus als auch über die Seite vom Simon direkt und sind dann eigentlich fertig mit dem Thema. Ich habe jetzt gerade schon was vorbereitet. Das ist einmal so ein kleines Drähtchen. Der ist relativ flexibel. Den kann ich in beliebige Formen drehen. Den führe ich jetzt in die Schlange ein, in den Hals und gucke, dass ich das Ganze ein bisschen aufgestellt kriege. Ich forme das Ganze vorher zurecht. Ungefähr ans Glas angepasst, dass es ungefähr hinhaut. Mhm. Und dann können wir das Ganze ins Glas überführen und füllen. Okay, ja. Du hast jetzt einfach nur Draht genommen, Isolierung drum, zugeklebt oben, dass er keine Folge. Irgendwie so einen einfachen Aquariumschlauch, das Ganze einmal verödet außenrum, sodass der Schlauch halt zu ist. Heißt im Prinzip, ich möchte jetzt aufstellen, der Kopf soll irgendwo hier oben stehen, die restliche Schlange liegt unten drunter. Mhm. So habe ich das Ganze. Dann muss ich den Schlauch jetzt nur vorsichtig ins Tierchen einführen. Mhm. Also wenn du sie so ins Glas setzt, da brauchst du sie irgendwie nicht ausnehmen oder sowas, dass es wirklich nur sauber machen. Nochmal nachdrücken. Mhm. Da wir ja nicht viel von dem Schlauch sehen wollen. Hat das wirklich die meiste Arbeit schon fast das sauber machen, ne? Genau, also das Saubermachen ist immer das Intensivste daran. Ja. In Form bringen kommt je nach dem drauf an, wie ich sie ausrichte. Wenn ich das jetzt zum Beispiel bei einer Giftschlange habe, ne, also bei einer Giftschlange möchte man ja meistens dann die Giftzähne sehen, ja. Die muss ich nach vorne ziehen, die muss ich mit dem Draht fixieren. Ja, das Ganze etwas hochstellen. Bei der Königskobra zum Beispiel habe ich es erst versucht, den Schild mit aufzustellen. Das Ganze funktioniert leider nicht so, da müsste ich hinter die Hautpartie und die Schlange wieder zunähen. Das ist dann immer so ein etwas heikles Thema. Wenn es verrutscht, dann muss man das natürlich im Glas richten. Da habe ich mir aber hier schon so Häkchen, mit denen ich so ein bisschen ausrichten kann, nachrichten kann und dann das Ganze sanft füllen. Ja. Da bewegt sich was. Das ist immer ein bisschen blöd. Und so ein bisschen Farbe verliert sie. Man sagt, wenn sie in Alkohol eingelegt sind, halten die so ungefähr 100 Jahre.
Wahnsinn, okay. Die Farbe ist dann nach 100 Jahren aber weiß. Also dann ist die Schlange komplett ausgeblichen. Mhm. So, dann haben wir hier die oberste Füllkante. Nicht zu viel reinmachen. Weil? Wir brauchen ein gewisses Vakuum, was den Deckel ansaugt. Und da brauchen wir Luft. Mhm. Und so hält das Ganze dann am besten dicht. So, ich glaube, jetzt ist sie komplett drunter. Wenn ich jetzt den Deckel zumache, sollte der Draht das noch ein bisschen runterdrücken. So lasse ich das jetzt eine Woche stehen. Dann kann ich den weißen Draht wieder entfernen. Und dann ist das Glas im Prinzip so gut wie fertig. Stark, okay. Wenn ich den Draht raus habe, dann lasse ich das Glas offen. Mhm. Stelle es einmal in heißes Wasser. Übergieße die Umgebung einmal mit kochendem Wasser. So dass die Flüssigkeit halt sich etwas erwärmt. Mhm. Beim Alkohol nur ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu warm wird, weil sonst verdampft er. Ja. Dann, wenn das Glas eine Innentemperatur von 50, 60 Grad hat, dann kann ich das Glas verschließen, mach den Deckel zu, stell es an einen kalten Ort, dann zieht das Ganze in Vakuum und dann ist es dicht. So, dann haben wir die erste Position schon mal fertig. Mhm. Jetzt steht er natürlich relativ gerade, dieses Hochkant gerade ist blöd, heißt, ich muss den jetzt noch ein bisschen rumziehen. Ich glaube, die Position gefällt mir. So, wenn man sich das so anguckt, wenn er da dann so hängt, beide Pfötchen etwas oben, das Mäulchen offen, das kann man sich schon angucken. Cool. Ich glaube, das geht. Jetzt kann ich natürlich mit dem großen Gießer arbeiten, das ist ein bisschen angenehmer. Das ist genau das Gemisch, was du am Anfang schon erklärt hattest, ne? Genau. Also ich habe die Kanister, wenn die geliefert werden, fehlt immer ein Schlückchen. Die sind halt nicht bis randvoll, weil beim Alkohol füllen die ja nicht bis randvoll. Ja. Da habe ich dann immer noch ein bisschen Platz und da kippe ich dann einen guten Schluck Glycerin mit rein. Schüttel den Container dann einmal ganz gut und dann haben wir das. Dann haben wir das direkt vorgemischt und brauchen es nur noch einfüllen. Dann heißt es hier auch, 7 Tage warten. Ich guck mal, dass ich da unter den Kiefer komme. So, ja, geil. Das Ganze dann einmal einklipsen. Upp. So. Mega. Wie sieht's aus? Ja. Top. Ja. Da sitzt, wobei, einen kleinen Tacken mehr nach da. So. Jetzt habe ich hier zum Beispiel eine relativ große Blase drin. Ja. Wobei ich da noch nicht ganz weiß, wie ich die kriege. Wahrscheinlich auch erst morgen oder übermorgen, weil die muss ich da unten drunter her bewegen. Also muss ich das ganze Glas einmal kippen. Achso, du meinst wegen der Schlange? Wenn die Schlange noch weich ist, ist das blöd, wenn ich die jetzt zu viel bewege. Und den häuten wir jetzt quasi. Genau, den häuten wir jetzt. Jetzt fangen wir erstmal hinten an wahrscheinlich. Da müssen wir dann durch den After. Wie wenn man Fisch aufschneidet. Okay. Einmal hinten anfangen. Die ersten 2-3 Schuppen sind immer ein bisschen blöd. Ja. Danach funktioniert das aber ganz gut. Kriegst du nachher Probleme bei den Rippenböden? Die sind ja im Prinzip nicht komplett geschlossen. Genau. Also da müssen wir eigentlich mittig durchschneiden. Genau. Also ich gehe immer über die Bauchschuppe. Das ist für mich die angenehmste. Aber ich muss bis jetzt sagen, ich hätte es mir wirklich deutlich schlimmer vorgestellt. Also du machst ja jetzt nicht, dass irgendwie Flüssigkeit austritt oder sowas. Du riechst, also ich rieche hier gar nichts. Also ich bin ja 20 cm über dem Tier. Es riecht nicht tot, es riecht einfach nach, wie wenn ich jetzt eine Packung Hackfleisch aufmache. Ja. Es riecht einfach so ein bisschen nach Fleisch. Ja. Hier haben wir die ersten Organe. Das sind zum Beispiel Fettpartikel. Ach, okay. Also das ist Fett im Körper des Tieres. Ja. Hier in der Seite haben wir noch ein bisschen mehr. Ja. Das kann man da ist ganz viel. Ja. Ne? Also im Prinzip, der sieht so dürre aus, aber wenn man dann sieht, was da für ein Fettanteil im Körper schon ist, das ist schon. Und jetzt im Prinzip ein Schnitt bis durch den Vorderkiefer. Jetzt müssten wir sie durchhaben. Jetzt haben wir die Haut komplett durch. Also im Prinzip können wir jetzt noch einmal die Organe nachgucken, die ich kenne. Ja. Kann ich euch natürlich beschreiben. Hier sieht man jetzt gerade die Rippenbögen ganz gut. Da kann man dann später, wenn die Haut runter ist, ich meine, die ist ja
echt elastisch. Ja. Wenn die runter ist, dann sehen wir die Rippenbögen noch einen Tacken besser. Hier oben, das muss dann Luftröhre sein, was hier verläuft. Ne? Genau, also hier oben drüber, was hier gerade über den Rippen liegt, außerhalb, das ist die Luftröhre. Da ist die Hauptschlagader noch hinter. So, im Prinzip endet die ja hier vorne in der Zunge in dem Abteil der Zunge. Hoppa. Genau, hier vorne quasi. Ne? Genau, hier genau da. Ja. Das ist ja das für eine große Beutetiere, was da mal vorne aus dem Maul hängen kann. Aber kein Blut, nichts. Ich habe mir das ganz anders vorgestellt, das Aufmachen, wirklich. Ja. Ist hier Übergang? Luftröhre, Lunge? Hier, da ist der, vorne? Hier ist der Übergang von der Luftröhre in die Lunge. Da kommen wir. Das ist die Leber. Müsste die Leber sein. Recht groß auch, ja. Hier haben wir die Milz. Da müssen wir jetzt gleich einmal drauf achten, dass wir die nicht kaputt machen. Und hier fängt der Darm an. Ach, ja. So, hier komme ich jetzt schon ziemlich gut hinter das Fleisch oder hinter die Wirbelsäule. Das löse ich dann einmal. Da muss ich gucken, dass ich hier die Haut nehme auf beiden Seiten. Festhalte. Da haben wir sie. Ja. Und im Prinzip geht das jetzt okay. Von fast ganz allein. Okay. Das ist jetzt komplett der Kopf ohne Haut. Ja. Hier, wenn ich den jetzt umstülpe, haben wir den Kopf in perfekter Form. Und wie gehst du jetzt weiter vor mit der Haut? Jetzt wird die erstmal eingelegt wieder oder wie machst du weiter? Ich muss die gleich salzen. Also okay. Im Prinzip breite ich die einmal aus. Geschweige denn, ich wasche die jetzt gleich erst noch einmal, dass ich gewisse Fettpartikel einfach runterkriege schon mal. Dann breite ich die aus, lege die hin, mache Salz rein, salz das Ganze, dann roll die auf, pack die in einen Eimer, wo auch Salz drin ist und lass die da dann 2 Wochen liegen. Okay. Und wenn ich die da 2 Wochen lang drin liegen lassen habe, kann ich die dann entfernen, kann das Salz so weit abstreifen, wie es geht, das Ganze einmal wirklich gut ausschlackern, ausschütteln. Ja. Und dann kann ich das in dieses Gemisch aus Ethanol und Glycerin überführen und kann dann nochmal 2 Wochen warten. Und dann habe ich im Prinzip mein fertiges Lederstückchen zurück. Also jetzt hast du sie nur unter klarem Wasser einmal abgespült? Jetzt habe ich sie genau einmal unter klarem Wasser abgespült. Ja. Jetzt breite ich die Haut aus. Und dann habe ich hier schon in so einem schönen Farbeimer ganz einfaches Salz. Das ist jetzt vom... Es ist einfaches Streusalz, aber reines Streusalz. Okay. Damit kann ich am besten arbeiten. Das ist halt relativ grob. Ja. Das fülle ich da jetzt einfach einmal. Okay. Fangen dann an, von hier aus mit Salz drin aufzurollen. So, jetzt machen wir uns mal im Loch fertig. Lege ich das dann rein, schütt das Ganze zu, presst das einmal ein bisschen drauf, dann dauert das 2 Wochen, dann sollte die Feuchtigkeit komplett raus sein und dann kann ich sie ins in den Alkohol überführen und dann kann sie endgültiges Leder werden. So, hier haben wir jetzt eine Haut, die schon etwas mehr als 2 Wochen im Glas ist. Das ist von einer Bullennatter, von einem guten Freund von mir. Ja. Die holen wir jetzt raus, die machen wir dann jetzt mal fertig. Also die ist prinzipiell, ist das schon Leder. Okay. Die müssen wir jetzt gleich halt nur einmal abtropfen lassen, sauber machen. Ein paar Schuppen werden sich noch ablösen. Also zumindest diese erste Schicht der Schuppen. Die Unterschicht, die bleibt drauf. Da geht dieser Schimmereffekt dann immer etwas verloren. Ich suche mal eben einen Anfang. Mach einmal das Glas wieder zu und stell das weg. Dann haben wir ein bisschen mehr Platz. Wie entsorgst du das? Im Prinzip ist es relativ lange haltbar, also man kann damit schon einige Häute machen. Okay. Das andere wäre dann, also wenn ich die irgendwann mal entsorgen müsste, müsste ich die zum Wertstoffhof bringen. Okay. Ja. In so eine extra Entsorgungs, in so eine Entsorgungskanister für Flüssigkeiten. Okay. Hier ist die jetzt schon ziemlich am Durchschimmern, also ich kann da fast durchgucken durch die Haut. Ich lege mir die jetzt einfach mal ein wenig lang hin und dann streife ich die halt einmal so gut es geht trocken. Ja. Die ist echt durchsichtig geworden. Das ist echt schön. Kann man einiges mitmachen. Also der Kollege, der wollte die Haut haben und möchte sich da was für seine E-Zigarette basteln. Okay. So ein Etui für. Ja. Weil das war auch sein Ein und Alles, diese Schlange. Ich bin da echt... Ich
ich finde das respektabel, dass er mir die anvertraut hat, dass ich ihm die fertig machen soll. Ist ja nicht selbstverständlich. Ja, klar. Das ist jetzt auch kein besonderes Holz, einfach irgendeine Holzlatte, Holzbrett, wo das Ganze einfach gut drauf passt. Da fange ich halt vorne an, lege mir das Ganze ein wenig über. Ich weiß nicht, ob man das erkennt. Das fackst du mit der Technik. Dass ich das halt einmal drüber ziehe. Das Ganze halt einmal über das Brett spannen und prinzipiell in die Seiten tackere ich das rein. Okay. Ziehe das Ganze glatt. Ja. Und so haben wir die Haut dann fertig. Ja, passt. Passt sogar echt haargenau. Das ist echt eine schöne Musterung von den Schuppen. Ja. Sieht wirklich gut aus. Das sind auch relativ grobe Schuppen. Also so ein gewisser Teil an Schuppen, das ist jetzt diese Oberschuppenschicht. Mhm. Die geht jetzt natürlich noch flöten, die geht runter. Mhm. Die geht auch an den oberen Schuppen noch runter, wenn ich da jetzt natürlich drüber reibe. Ja, hier sieht man das schon ganz gut. Ja. Da kommen die ganzen Schuppen runter. Aber das ist völlig normal. Das ist diese obere Schuppenschicht, die muss runter. Okay. Da haben wir sie auch auf dem Zewa liegen. Mhm. Na, also das ist völlig normal. Und dann lassen wir das so noch mal ein paar Tage trocknen. Ja. Ja, vielleicht eine Woche maximal. Mhm. Und dann können wir die Tackernadeln wieder rausmachen und dann haben wir fertiges Leder. Sehr cool. Sehr, sehr interessant, so. Echt. Ja, Rest mache ich später. Ja. Das kriegen wir hin. Sehr geil. Wunderbar. Dann. Florian, an der Stelle, tausend Dank für den Einblick. Also, es war super spannend. Hätte ich nie gedacht. Ich habe es mir wirklich ganz anders vorgestellt. Vielen Dank, dass du uns gemacht hast. Ich denke, auch für euch war das mal echt eine ganz andere Ansicht mit toten Reptilien, was das man da wirklich mitmachen kann. Sehr, sehr spannend. Wie gesagt, wenn ihr nochmal Fragen habt, Anregungen, wenn Florian mal was machen soll, wie gesagt, Python-Virus oder Reptiles Second Life, bis auf mehrere Messen vertreten, Hamm, Recklinghausen, Dortmund trifft man dich immer mal wieder. Also keine Angst, gerne ansprechen. Und dann sage ich nochmal vielen, vielen Dank. Richtig cool gewesen. Hat mich gefreut. Ja, und wir sehen uns ja die Tage dann hoffentlich mal wieder. Machen wir. Sauber. Bis dahin. Ciao.